Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Endstufe Box von Summer Jam. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Endstufe von Summer Jam. So sieht das Ganze aus. Wir werden die Box mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, am besten hier an der Seite öffnen. Endstufe, heute erschienen am 27. Juli. Das Ganze ist das 6. Soloalbum von Summer Jam. Wir haben hier eine schwarze Box im Querformat. Und hier haben wir am Cover so rot-blaue Schemen und diverse, ja, sieht so aus wie so verwischte Farben oder Schatten. Summer Jam Endstufe lesen wir hier in der Mitte. Darunter haben wir einen Verbraucherhinweis in Englisch und hier noch im linken Eck einen FSK 16 Aufkleber, der uns verrät, dass wir hier auch noch eine DVD vorfinden werden. Wir werden das Ganze mal abmachen. So, also auf jeden Fall schön, dass man das mit Sticker gelöst hat und nicht irgendwie aufgedruckt hat. Gefällt mir gut. Dieses Schwarz, Blau und Rot zieht sich hier an den Seiten noch weiter. So sieht es aus. Und auf der Rückseite haben wir ebenfalls diese Schwarz-Rot-Blau Optik und die Credits und einen Barcode. Diese Schrift hier vorne, der Verbraucherhinweis und die Bezeichnung hier Summer Jam Endstufe, das Ganze ist mit so einer speziellen Farbe behandelt, denn das Ganze leuchtet im Dunkeln, wenn es mit Licht aufgeladen wurde. Von innen die Box glatt weiß. Dann haben wir hier einmal in Folie eingepackt so ein Jersey. Kommen wir gleich noch dazu, also so eine Weste, so ein Trikot, schauen wir uns gleich an. Summer Jam Endstufe Evolution Paket oder Evolution Paket haben wir hier. Das Album an sich. Dann haben wir hier ein Poster und einen FSK Hinweiszettel. So, die Box auch hier wieder glatt weiß innen. Ich mache das Ganze mal wieder zu. Zur Seite. Und nachdem hier diese Sachen noch in Folie sind, werden wir das Ganze mal öffnen. So, dazu kommen wir gleich. Und dann haben wir natürlich noch die Tonträger. Und die Tonträger sind ebenfalls eingeschweißt. Also einmal Endstufe und einmal Evolution Paket. Jawohl. So. Das Album ja mehrfach verschoben. Es gab ja mittlerweile, glaube ich, schon zwei oder insgesamt drei Release-Dates, an denen das Album bzw. die Box herauskommen sollte. Und schlussendlich ist es eben heute der 27. Juli geworden. Das Ganze hauptsächlich mit diesem Produkt hier in Verbindung. Schauen wir es gleich noch an. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Summer Jam Endstufe. So sieht das Ganze aus. Auch hier hat man Rot und Blau verwendet, allerdings erkennen wir hier zumindest ein Auto und Summer Jam, der daran lehnt, mit Kappe und Jacke bekleidet. Summer Jam Endstufe, das Ganze kommt in einem super Jewel Case, sehr schön. Und wir haben hier oben nochmals einen Verbraucherhinweis auf Englisch in Rot. Auf der Seite lesen wir ebenfalls Summer Jam Endstufe in Weiß und Rot. Und dann haben wir hier die Tracklist des Albums. Wir haben hier insgesamt 15 Tracks mit dabei. Und wir haben Features von Bowser, Vasel, Elias, Raf Camora,
Casey Rebel, Capital Bra, Farid Bang und 18 Karat. Also das Banger Camp hier mit vertreten. Bis auf Casey Rebel sind hier die wichtigsten mit dabei, wobei Majo und Jasko hier auch nicht dabei sind. Schauen wir noch eventuell auf der EP. Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So, das ist das Booklet. Summer in Balenciaga Jacke. Und auch hier, ihr seht, alles in diesem Rot-Blau gehalten. Ist auf jeden Fall eine sehr eigene Optik. So sieht das aus. Und dann hier zum Abschluss noch die Online-Auftritte bzw. Credits zum Album. Banger Musik. Dann haben wir die CD. Auch hier hauptsächlich in Schwarz, Rot und Blau bzw. Lila. Summer Jam Endstufe lesen wir hier. Und so sieht das dann das Ganze aus. Rückseite schwarz. Dann haben wir mit dabei das Summer Jam Endstufe Evolution Paket. Auch hier wieder Summer vor diesem Auto. In Rot und Blau. Verbraucherhinweis. Summer Jam Endstufe lesen wir auf der Seite. Das Ganze kommt in einem Digipack. Und dann lesen wir hier Summer Jam Evolution Paket. Und zwar haben wir einmal eine CD mit der Summer der Killer EP. Mit der Evolution EP, mit der Instrumental CD und der Endstufe DVD. Credits. Dann schauen wir mal hinein. So, hier haben wir die ersten zwei CDs. Und zwar lesen wir hier Summer der Killer EP mit 5 Tracks, die Evolution EP mit 5 Tracks. Und zwar haben wir auf der Summer der Killer EP Features von Play 69, Macho und Farid Bang. Sehr schön. Und die Summer der Killer EP ist der zweite Teil seiner EP-Trilogie. Damals bei Genesis gab es ja den ersten Teil, und zwar war das Summer der Hammer. In dem Fall haben wir dann jetzt Summer der Killer und der dritte Teil dürfte dann wohl Summer der Chief werden. So sieht das aus. Summer Jam, Summer der Killer EP, CD1 lesen wir hier. Dann haben wir die zweite CD, das in dem Fall die Evolution EP, ist eine Remix EP. Hier haben wir Summer Jam mit zwei Mittelfingern an uns. Und hier lesen wir Evolution EP und diese beinhaltet 5 Remix-Versionen. Und zwar Santorini Remix mit Vasel, Let's Do It Remix, das ist ein Summer Solo Track, Chinchilla Remix mit Casey Rebel und Capital Bra, Alles Vorbei Remix mit Yassasin und Stevida und 200 Düsen Remix featuring Elias. So sieht das aus. Also, das hier die CD. Und ich glaube ja, ich hätte vorhin gesagt, dass hier Casey fehlt, aber der ist natürlich auf dem Track Chinchilla dabei. Rot-Blau wieder. Dann haben wir CD Nummer 3. Und zwar sind das die Instrumentals. Also die Instrumental-CD. Und dann haben wir natürlich noch die DVD. Und dieser haben wir auch diesen FSK 16 Hinweis zu verdanken. Summer Jam Endstufe DVD. Sehr schön. Also gefällt mir gut, wie das Ganze hier gelöst wurde. Die ganzen Tonträger bzw. die DVD hier sehr schön in diesem Digipack untergebracht. Dann spart man sich eventuell diese ganzen Digi-Sleeves oder diese Papphüllen im Regal. Sehr schön verarbeitet, wie auch schon in der Play 69 Box. Gut, dann haben wir ein Poster mit dabei. Schauen wir uns gleich an. Das Endstufe-Poster. So sieht das Ganze aus. Auch hier natürlich wieder in Rot und Blau gehalten.
haben wir mit der Balenciaga Jacke. Und auf der Rückseite haben wir dann ebenfalls Summer in dieser Rot- und Blau-Optik. Allerdings lesen wir hier oben noch Summer Jam Endstufe. Und diese Schrift hier, angeblich ebenfalls, ja, man fühlt es auch, so speziell behandelt. Also auch diese Schrift hier in dieser Leuchtoptik bedeutet, das Ganze leuchtet im Dunkeln. Und Summer hat das schon gesagt, solltet ihr euch deswegen nicht so nah ans Bett hängen, damit ihr in der Nacht auch ruhig schlafen könnt. Dann haben wir dieses Jersey, diese Weste hier mit dabei. Und diese kommt in seinem roten, Plastiktäschchen, in seiner Verpackung. Und zwar lesen wir jetzt Summer Jam Endstufe. Warnung, um Erstickungsgefahr zu vermeiden, achten Sie auf Babys, Kinder und Haustiere. Dann haben wir hier noch Hug the World. Rückseite ist blank. Und diesem Gegenstand, diesem Boxenhalt, ist es geschuldet, dass das Album so oft verschoben wurde. Denn das Ganze dürfte irgendwie von mehreren Herstellern produziert worden sein und die Qualität bis dato immer etwas mangelhaft oder nicht zufriedenstellend. Aber jetzt dürfte es wohl endlich geklappt haben, dass man sich mit einem Hersteller einig geworden ist, der das Ganze entsprechend hochwertig produzieren konnte. Wir haben hier eine schwarz-goldene Weste. So sieht das aus. Die Ärmel ebenfalls hier mit so einem Goldbündchen. Und in der Mitte lesen wir groß Summer in Gold und Weiß. Die Knöpfe hier in diesem hellbeige bzw. Gold. Und unten haben wir auch noch einen Aufstieg Endstufe. Und auf der Rückseite haben wir dann groß einen Blitz abgebildet. Und dann haben wir hier auch noch auf dem linken Ärmel ein SC, das dürfte wohl für Summer Jam stehen. Und dieser Blitz ist ebenfalls mit dieser Farbe hier beschichtet, die im Dunkeln leuchtet. Praktisch, wenn man das Ganze dann bei Nacht trägt. Der Kragen hier in Schwarz-Gold verarbeitet. Und wir haben es hier zu tun mit einem, ja, Marke steht hier nicht dabei. Wir lesen hier 3018 oder 3018, Größe L. Jetzt würde ich mich noch interessieren, ob wir hier irgendwo einen Zettel vorfinden, der uns Aufschluss darüber gibt, was das ist, beziehungsweise was für Material. So, und zwar haben wir hier einmal Banger Musik. Und dann lesen wir hier 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze einmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier dieses schwarz-goldene Jersey, diese Weste. Hier lesen wir Summer groß auf der Brust. Dann diese zwei Leisten hier nach unten in diesem Goldbraun. Und wir haben hier dann eben sechs Knöpfe, vier hier unten verteilt und zwei hier oben, wo das Ganze dann zu schließen ist. Und auf der Seite hier dann eben noch diesen Endstufe-Aufnäher. Von der Schrift her ist das nicht einfach aufgedruckt, sondern hier, man sieht es wirklich aufgenäht, aufgestickt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ist vom Kleidungsstück her nicht ganz so mein Fall. Also ich bin kein großer Fan von, ja, solchen Westen, die man hier zuknöpft. Vor allem dann auch, wenn sie kurzärmlich sind. Das ist für mich so ein bisschen, ja, fragwürdig. Aber es gibt natürlich Leute, die auf sowas stehen. Und speziell für Summer-Fans ist das natürlich eine schöne Sache. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Weste in Schwarz und Gold. Dann das doppelseitig bedruckte Poster, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Dann das Endstufe Evolution Paket im Digipack. Beinhaltet eben zwei EPs und Instrumentals und DVD. Und natürlich das Album an sich, Endstufe. Bedeutet, wir bekommen 15 Tracks auf dem Album, 5 auf der einen, 5 auf der zweiten EP. Macht 25 Tracks gesamt plus Instrumentals. Und bevor ich es vergesse, es gab zu diesem Album noch ein Gewinnspiel. Und zwar hat Summer Jam erzählt, dass bei manchen Leuten hier oben im Deckel ein Code eingraviert oder aufgedruckt sein wird.
Und mit diesem Code könnt ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Grundstück auf dem Mond gewinnen, da SummerJam irgendwie diverse Grundstücke auf dem Mond erworben hat und irgendwie noch auf der Suche ist nach 10 Leuten für seine Nachbarschaft. Und so wie ich es verstanden habe, haben 10 dieser Boxen dann diese Codes hier eingraviert. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box Endstufe von SummerJam. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr SummerJam unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.